Mein längstes Projekt gewesen. Ich habe über 30 Tage in der Tour verbracht. Die Linie, die Tour, es hat mich so sehr fasziniert, dass ich es einfach weiter probieren wollte. Der Schild im Labertal ist für mich ein ganz besonderer Fels. Zum einen ist es der Fels im Labertal mit der höchsten Dichte an schweren Routen und ein ganz besonderer eigener Kletterstil, den man sonst fast nirgendwo findet. Und er ist auch bloß eine Viertelstunde mit dem Fahrrad von meinem Elternhaus. Und dementsprechend war ich dann auch echt oft am Schild, nachdem ich angefangen habe, ernsthafter Rotpunkt zu klettern und Routen zu projektieren. Ich bin hier meinen ersten Achter geklettert, meinen ersten 8 Plus geklettert und irgendwann hatte ich dann alle Touren gemacht, bis auf die 2 Zehner. Die Dream On, das ist die schnürdelgerade Linie am Fels. 10, 10 Plus ist dann 2020 mein längstes Projekt gewesen. Ich habe über 30 Tage in der Tour verbracht, viel auch alleine mit der Steigklemme da gewesen. Komm, Lando. Yeah! Ja, Mann. Im nächsten Jahr, 2021, war ich wieder im Schild unterwegs und konnte dann tatsächlich relativ schnell in nur 4 Sessions den 2. Zehner, das Locomotive Breath, klettern. Alle. Auf geht's. Alle. Hilf's fest jetzt. Spannung. Spannung, Spannung. Alle, 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 alle. Bring ihn hoch. Komm, alle jetzt. Auf geht's. Alle, 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 alle. Allerdings habe ich mir dann leider in der 2. Hälfte des Jahres beim Fußballspielen mein Bein gebrochen und war dann erst mal ein paar Monate lang außer Gefecht. Und nachdem mein Bein dann langsam verheilt ist, ich wieder anfangen konnte zu klettern, hat es sich ergeben, dass wir im Frühjahr 2022 wieder viel am Schild unterwegs waren. Wir sind gerade auf dem Weg zum Schild. Yeah! Während hier uns die Sonne noch so schön entgegenscheint, wagen wir uns gleich in den kalten Schatten zu den harten Projekten. Ja. Und es waren immer viele Leute da, eine super Stimmung. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt einfach die Kombination an. Crazy stuff, wenn man gerade so zusteigen kann zum Felsen, aber schon 10er top broken kann. Feier ich und ist jetzt auch echt heute gut gelaufen. Die Kombination Locomotive Dream nimmt den schweren Boulder-Einstieg der Locomotive Breath und hängt dann noch die Schlüsselstelle der Dream On ran, während die Locomotive Breath eigentlich schon fast vorbei wäre. Und so wird eine harte 10 Plus aus der Sache und die schwerste Tour am Fels. Und ich habe dort auch die Maria kennengelernt und das war dann natürlich besonders toll, weil wir dann auch übers Schild, über unsere Projekte da dann irgendwie zusammengekommen sind und sie mich immer voll motiviert hat, da dran zu bleiben. Aber leider hat es dann weder beim Tobi in der Dream On noch bei mir im Locomotive Dream in dem Jahr für einen Durchstieg gereicht. Die Temperaturen sind dann irgendwann zu warm geworden. Und irgendwann, nachdem wir so oft da waren, waren wir auch ein bisschen frustriert von der Tour. Ali, komm! Mega stark! Auf geht's, komm! Auf geht's! Auf geht's, komm! Das ist echt nicht gut, Alter. Ja, dann lass doch, komm! Die Tour steigt ein beim ersten Haken der Astrella, geht dann genau wie die Locomotive Breath geradeaus weiter. Es folgt die Krux der Locomotive Breath, wo man wirklich eine winzige Leiste mit 2 Fingern wegstellen muss und einen schweren Boulder klettern muss. Danach gibt es einen Schüttelpunkt an einem Untergriff. An dem Untergriffschüttler kann man aber auch nicht lange bleiben, weil die Füße extrem schlecht sind. Und wenn man dann weiterklettert, dann kommt die Krux der Tour. Die Krux der Dream On und der Locomotive Dream. Es ist ungefähr ein 7C-Boulder mit vielen Seitgriffen, schlechten Tritten. Man braucht extrem viel Körperspannung, um sich an der Wand zu halten. Auf geht's! Richtig! Mega stark.
Wir haben viele Lösungen ausprobiert, haben viel rumgebouldert. Und der Tobi macht einen super weiten Dynamo, den ich aber fast nie halten konnte. Und dann habe ich nochmal geschaut, wie könnte es gehen, was könnte man anders machen. Und dann einen staubigen Schultergriff entdeckt, der es mir in Kombination mit einem seitlichen, schlechten Tritt ermöglicht hat, den Dynamo mit einer minimalen Linksschleife zu umgehen. Aber ich bin, wie auch schon bei der Dream On, echt oft am letzten Zug gefallen, immer schon mit dem Schultergriff in der Hand, weil einfach die Körperspannung nicht gereicht hat. Ali, komm! Auf geht's, komm! Und letztes Jahr, 2023, war es dann so, dass ich im Frühjahr einen super Lauf gehabt habe. Ich bin da eine 8A pro Woche geklettert, die Glühbirne am Bärenkopf, die Lucky Strike am Ebola, die Fristenkontrolle am Klausfels und noch viele andere coole Touren im Altmetall. Aber trotzdem hat das Locomotive Dream einfach noch zu groß und zu weit weg gewirkt. Und ich hatte echt einfach ein bisschen Angst, da wieder einzusteigen und wieder zu scheitern in der Tour. Aber die Maria hat mich dann motiviert, es doch einfach mal zu probieren. Und überraschenderweise hat es sich dann gleich in der ersten Session richtig gut angefühlt, das Jahr. Und in der zweiten Session bin ich schon ganz oben gefallen. Ich wusste, okay, da ist doch was drin. Ali, komm! Auf, komm! Und dann war es aber schon langsam wieder Ende Mai und relativ warm. Aber wir sind dann da hingegangen ans Schild und es ist einfach super gelaufen und ich konnte die Tour im zweiten Versuch durchsteigen. Und so schnell gewesen, ich habe die Züge so gut drin gehabt, das war echt der größte Flow-Moment, den ich bis jetzt wahrscheinlich in meinem Leben gehabt habe. Let's go! So schnell gewesen, ich habe die Züge so gut drin gehabt, das war echt der größte Flow-Moment, den ich bis jetzt wahrscheinlich in meinem Leben gehabt habe. Was war denn euer längstes Projekt oder gibt es eine Tour, die euch besonders geprägt hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und ja, auch wenn es meine schwerste Tour bis jetzt war, bin ich mir sicher, dass da auch noch einiges nach oben geht und habe auf jeden Fall Lust, bald wieder ein langes und vielleicht sogar noch härteres Projekt anzugehen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, denn hier auf Euroclans wird es dann auch auf jeden Fall ein Video dazu geben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Voll der YouTuber. Ja.